Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen und ob ich euch was vorstellen wollen würde. Und ich habe da natürlich zugegriffen. Und zwar smarte Steckdosen Outdoor Plugs von iTree, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Von denen haben wir ja schon öfters was gezeigt auf dem Kanal. Und die haben mich jetzt halt, wie gesagt, angefragt, ob ich die Outdoor-Variante mal testen möchte und zeigen möchte. Die haben ja auch so eine Gummikappe. Habe ich gesagt, natürlich, oh, die geht dann auch an meine Mutter dann natürlich für den Garten. Die hat ja jetzt seit neuestem auch Amazon-Geräte, weil ich ihr von mir welche gegeben habe. Und sie ist auch begeistert. Und ich habe auch noch einen kleinen Echo. Den werde ich ihr, also, wie heißt denn der? Echo. Der schmale, mit Uhr und ohne Uhr habe ich, weil die Große hat ja damals ihn gehabt und dann kam ja der Neue dann mit Uhr und den konnte sie dann als Wecker und so benutzen und dann habe ich ja noch ihn über. Der wandert dann zu meiner Mutter für den Garten und dann kann sie die im Garten dann benutzen, beziehungsweise auch auf dem Hof, weil sind ja Outdoor. Und ja. Dann kann sie ihre Lichterkette steuern und so. Ja, und dann kommt sie langsam auf den Trichter. Langsam aber sicher kommt sie auf den Trichter. Wir wechseln aber erstmal in die Unboxing-Ansicht. Da bin ich auch schon wieder. Wir sind im Unboxing. In der Unboxing-Szene. Wir sehen hier gleich Google Assistant und Alexa da Unterstützung. Outdoor Smart Plug. 4 Stück sind drin. ET71. Müssen wir erstmal aufschrauben. Aufschneiden. Aufschrauben, Mann. Und da haben wir die 4 Stück. Nehmen wir uns mal einen raus. Und nehmen uns auch gleich mal eine Steckdose vor. So. Gucken wir uns erstmal an. Der hat einen guten Druckpunkt, auch alles dicht. Logo ist drauf. Ah, nicht zu leicht, nicht zu fest. Was auch schön ist, dass das hier befestigt ist und nicht lose, dass man das dann abmacht und dann weiß man nicht, wo man es hingepackt hat, steckt sie in eine Tasche und dann wird es mitgewaschen und dann, oh, wo ist es denn hin? Nee, hier haben wir es dann schön verbunden. Auch schön langer Steg, ja, dass man das halt wirklich mit einem dicken Kabel rankommt, weil manche sind ja so kurz, dann sind die dann so hier dran und wenn man dann einen dicken Kabel hat, einen dicken Stecker hat und das hier so direkt mit dran ist, ja, dann hat man dann schon manchmal hier so ein bisschen Probleme. Aber hier haben wir keine Probleme, können das vernünftig machen. Obligatorische Blabla. Ja, dann gehen wir mal los. Ich muss erstmal gucken. Ich weiß nämlich gerade nicht, welche App ich dafür meine genommen habe. Der wird uns das ja hier anzeigen, denke ich mal. Irgendwo wird hier... Ach, da haben wir doch. QR-Code und Name. Smart Life, okay. Habe ich. Smart Life habe ich. So, dann öffnen wir gleich mal Smart Life. Und das habe ich hier. Ach, ich muss mir wieder anmelden. Akzeptieren, anmelden. Ja, alles zulassen. So. Dann werden wir das mal reinmachen. So. Jetzt blinkt es blau. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das heißt, er ist bereit. Deswegen gehen wir jetzt auf Plus für neues Gerät hinzufügen. So, und dann, der zeigt uns ja gleich schon eine WLAN-Steckdose an. Ja, verwenden. WLAN. So. Speichern.
Und wir sind schon verbunden, weil es blinkt nicht mehr. Also hier läuft es jetzt noch weiter hier oben. Also es ist so ein Kreis. Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs erkennen. Ich werde mal kurz reinzoomen. Ah, da haben wir, da ist es schon erledigt. Ja, fertigstellen. Es arbeitet da noch. Normalerweise dauert es nicht so lange. Aber wir können ja mal gucken, können wir schon mal einstellen. So, wir haben die Steckdose. Ich habe jetzt einfach mal so gemacht. So. Und die werden wir jetzt mal umbenennen. Ah, guck mal. Ihr werdet sehen, da kommt jetzt was dazu. Die Liste wird länger. Da sind die ganzen Loks. Überspannungsschutz aktivieren. Ach man. Kindersicherung, schaltet das Gerät ein und drücken und halten Sie die Taste viermal. Nee, brauchen wir nicht. Stromverbrauch löschen haben wir ja noch nicht. Realismus, wie vor dem. Wie vor dem Ausfall. Nach. Achso, da kann man den ein. Den, wenn man wieder mit Strom verbindet, ein- oder ausgeschaltet lassen. So, Geräteinfo. Hier haben wir denn den Namen. Wir nennen das einfach mal Outdoor Steckdose 1. Speichern. Wir können auch noch einen Raum sagen, brauchen wir jetzt nicht, wenn packt er mir das gleich hinzu. So, Übersicht, Geräteübersicht, Update, automatisch updaten, bestätigen. Wir sind auch auf dem neuesten Stand, es gibt kein Update. So, dann haben wir einen Zeitplan, was wir machen können. Wir können halt, das ist jetzt blöd, weil es halt ziemlich hell ist. Ja, die App ist halt hell, dann kann man nicht. Dann kann man dann halt hier sagen, ein Zyklus, zufällig, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ja, und dann abbrechen. Da könnt ihr dann halt sagen, wann die Steckdose angehen soll. Das ist ja zum Beispiel, wenn er sie dann halt für Lichterketten benutzt, für Weihnachtslichter, dann einfach sagen, dann halt immer abends angehen bei Sonnenuntergang oder was weiß ich. Dann Countdown, ihr könnt halt einen Countdown einschalten, wie lange das an- oder aussehen soll. So. Oder wie lange, wenn es jetzt an ist, wie lange dauert, bis es aussieht. Wenn es aus ist, wie lange das dauert, bis es anhielt. Hier Überspannungsschutz, Kinderschutz, haben wir alles drin. Und sie ist ja jetzt aus, jetzt ist er an. Aus, an. So, ihr seht, wenn es blau leuchtet. So. Und ich habe, wie gesagt, die App ist ja mit Alexa verbunden. Ich habe jetzt in Alexa jetzt nicht nach neuen Geräten gesucht. Ich werde das A-Wort jetzt noch ein paar Mal sagen. Also am besten mal kurz pausieren und eure pausieren. Alexa, Outdoor-Steckdose 1 an. Alexa, Outdoor-Steckdose 1 aus. Alexa, Outdoor-Steckdose an. Alexa, Outdoor-Steckdose aus.
Aber ist die einzige Outdoor. Deswegen, wenn ich mehrere hätte, dann würde er dann sagen natürlich, welches Outdoor meinst du? Eins, zwei. Hm? Ihr seht, ich habe jetzt alles machen können. Und ich bin, weil ich habe die App ja mit Alexa gekoppelt. Logischerweise, weil ich habe mehrere Geräte von denen. Und man muss halt nicht mehr in Alexa extra suchen. Die werden automatisch jetzt schon die Daten hin und her geschickt. Das war früher nicht so. Früher musste man dann immer noch in die Alexa-App nach Geräten suchen, was für Geräte oder allgemein, wenn mehrere waren. Und dann hat er dann halt gesagt, ah, hier fünf neue Geräte gefunden oder so. Funktioniert jetzt einmal frei. Falls es mal nicht sein sollte, falls eure Alexa da ein bisschen langsam ist, könnt ihr natürlich immer noch in die Alexa-App und sagen, nach Geräten suchen und dann geht er dann einfach in die Alexa-App. Ich habe hier schon eine Nachricht, dass ich hier neue Geräte habe. Ein Gerät. So. Und ihr könnt dann natürlich sagen, hier unten auf mehr. Dann oben auf das Plus. Geräte. Und dann sagt er hier an. Drei neue Geräte. Outdoor-Steckdose 1. Satellit. Und Odins Xbox. Die hatte ich doch schon drin, die Xbox. Und Satellit, wieso ist der Satellit hier drin? Ja, keine Ahnung. So. Und dann hat man hier praktisch, das sind alles meine Alexa-Geräte. Also, ich mach nochmal um. Ich darf das A-Wort nicht sagen, weil sonst springt sie hier gleich an. Bin ich auf irgendeinem Raum? Nee. Das sind alles meine Geräte, wo man mal sagen muss, aber der Fernseher und die Soundbar ist hier doppelt drin. Das ist einmal, der Fernseher an sich ist hier drin und die Soundbar an sich ist hier drin und dadurch, dass es halt am Fire TV dran ist oder der Fire TV damit festigt ist, ist hier nochmal ein extra Befehl vom Fire TV drin. Und hier sind dann halt meine Heizungen. Ja? Wohnzimmer, Badezimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Küche. Thermostat, Wohnzimmer, das ist der Thermostat halt. Das muss ich auch mal umbenennen, nicht in Thermostat, dass ich halt die Heizung so nennen kann. So, da ist die Heizung, die ist jetzt auf 19 Grad. Und dann könnte ich sie halt aus- und einschalten, ja, das funktioniert. Man kann auch eine Routine machen, dass Licht bei einer gewissen, wahrscheinlich auch, dass Licht bei einer bestimmten Temperatur angeht. Also praktisch die Steckdose. So. Also das funktioniert einwandfrei. Und sonst haben wir hier eigentlich nicht großartig weiter. Netzwerk prüfen, dann können wir halt das Netzwerk prüfen. Gerätewarnung. Dann kann man hier eine Warnung, also wenn das angeht oder ausgeht, dass man dann halt hier sagt, hier, mach einen Anruf oder schick mir eine SMS. Energie sparen. Komm, oh, da wird uns dann nicht angezeigt. Ach. Oh. Für Mitglieder und Nichtmitglieder kann man hier irgendwie halt sparen. Das muss ich mir separat nochmal durchlesen. Jedenfalls funktioniert es und sogar sehr gut. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich von denen was habe. Das hat bis jetzt immer alles funktioniert. Wo ihr nur aufpassen müsst, ist bei den Meta-Dingern. Die müsst ihr dann, wenn er von Meta auf normalen Modus zurückwechseln muss, müsst ihr dann halt das komplett resetten, das Gerät. Weil Meta ist halt das Problem. Meta ist ganz gut. Also man kann, verbindet sich gleich mit Alexa und man kann gerade sagen, an, aus, was weiß ich. Seht, da geht ja hier hoch über die zusätzliche App. Bei Meta habt ihr bloß das Problem, wenn ihr sowas mit Meta habt, dass ihr nicht euch mehr die anzeigen lassen könnt, wie viel Energie hier durchfließt oder irgendwelche Routinen machen könnt. Meta ist einfach nur, dass es an- und ausgeht und dann kann man mit Alexa-App noch irgendwie was rumspielen.
Das macht sich aber über die eigene App halt viel, viel besser. Viele fragen mal auch, warum ich Routinen nicht über die Apps von den Geräten mache, sondern in Alexa. Weil dann kann ich nur Routinen machen mit den Geräten, die hier drin, die dazugehören. Also von der gleichen Firma oder von einer anderen Firma. Die gehen ja auch manchmal in die Smart Home App rein. Bei Alexa bin ich nicht drauf angewiesen. Da kann ich jetzt praktisch sagen, hier, wenn die Steckdose angeht, könnte ich eine Routine erstellen, soll LED-Licht Flur ausgehen. Oder ich mache die Steckdose an und dann geht im Flur die LED an. Obwohl die mit dem Hersteller komplett gar nichts zu tun haben. Und das ist halt in der Smart Home App und die LED-Leuchte Flur ist halt über... ich vergesse den Namen immer wieder. Magic Home, da. Ja, die ist ja dann über Magic Home ist die LED angebunden. Und in A-Punkt könnt ihr dann halt sagen, Steckdose an, Lichtflur an. Also könnt ihr verschiedene Eingangsgeräte oder verschiedene Geräte, die über verschiedene Apps mit Alexa kommunizieren, in Alexa kombinieren. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Ich habe mehrere Routinen, wo mehrere Geräte von verschiedenen Herstellern inbegriffen sind und hatte bis jetzt noch nie Probleme. Alles einwandfrei. So, wenn ihr da noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.